Das war von letzter Woche. Und dann möchte ich quasi komplett auf die andere Seite. Trotzdem entspannt. Ja, also der ist gut, der ist fast wie eine Yoga-Asana, also wie eine Standard-Yoga-Asana sogar. Beide Hände in Bewegung, die Hüfte dreht nach rechts, dass mein linkes Bein frei wird. Dreht so weit es geht ein. Das ist ziemlich heftig. Also heftig. Es, soweit ihr das noch angenehm könnt, weil es wird ja dann das Standbein für die andere Richtung. Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt noch ganz rechts mit meinem Gewicht, wenn ich jetzt nach links gewichte mit meiner Hüfte, dreht sich der gesamte Körper schon für den Ball rechts. Ja? Und wenn ihr merkt, das sind nicht, ist ein bisschen zu weit, noch zu wenig gedreht für die 180 Grad, dann korrigiert hier an der Stelle. Das ist ja nicht schlimm. Also nochmal. Ich bin vorne links mit meinem Gewicht. Die Welle bei den Spatzen habe ich ein wenig von mir gewiesen. Dann gewichte ich mit der Hüfte in erster Linie nach rechts. Die Hände, die Arme kommen ein bisschen in Bewegung, schon in Richtung Ball links. Linkes Bein dreht im Hüftgelenk, wirklich im Hüftgelenk. Ist fast kein Gewicht drin. Soweit es angenehm ist. Das Ziel ist quasi diese 30, 35 Grad Schräge für die andere Richtung vorzubereiten. Und dann gewichte ich da einfach rein in mein linkes Bein und komme zum Ball links. Ja. Für die spiegelverkehrten Pan. Einmal noch, dann haben wir den Abschnitt Tai Chi für heute schon durch. Also wie ihr seht, das ist eigentlich nichts Kompliziertes. Das, worum es geht, ist wirklich dieses, die Freude am Machen zu kultivieren. Also die Freude an der Körperwahrnehmung dabei zu kultivieren. Da ist nämlich immer wieder dieses Zurückkommen mit der Aufmerksamkeit drin. Da ist die immer feiner werdende Wahrnehmung, wie sich mein Körper anfühlt bei der Bewegung. Ich lerne meinen Körper besser zu benutzen. Ja. Und als logischen Nebeneffekt werde ich seltener krank. Im Gegenteil, es ist sogar, also das ist bei Meditation nachgewiesen, man wird wirklich jünger wegen der länger werdenden Telomere. Die Endstücke von den Chromosomen. Ich glaube, dass das hier schon den ähnlichen Effekt hat, aber bezogen auf den Körper, wie eingangs gesagt, beschäftige ich mich damit, werde ich besser damit, mit der Körperwahrnehmung, lerne ihn besser zu benutzen und dann werde ich auch gesünder. Sofern ich lerne. Eine Drehung. Das ist es. Hier bei dem Ball kann man nochmal, das ist aber eine Standard, ja, bei dem Ball, den Ball nicht zu nah, Ball ein bisschen tiefer. Je weiter der nach oben kommt, umso mehr Anstrengung, Konzentration und so weiter habe ich. Der muss nicht zu groß sein. Ein bisschen Abstand zum Körper ist ein bisschen schwer zu sehen mit all dem Krempel, das man im Winter anhat. Findet auch hier eine vernünftige Höhe und Entfernung vom Körper. Weil zu weit ist Anstrengung, zu nah ist mehr Angst und Verhaltenheit. Angenehm, frei atmen. Das ist es. Das ist unser Tai Chi, das ist schon die Session.